herzlich willkommen. Mein Name ist Manni Breukmann. Das ist Frank Buschmann. Heute Pokalfinale. Spannung bis zum Ende. Ja, gleich geht's los. Frank, was glaubst du, was wird heute passieren hier im Stadion? Also für mich ist das völlig offen. Ich kann definitiv keinen Favoriten hier erkennen. Jetzt hat der Schiedsrichter die Partie angepfiffen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Toni Kroos. Toller Pass! Und jetzt haben sie das erste Tor erzielt. Keine 25 Minuten gespielt. Das nenne ich eiskalt. Erste Möglichkeit und gleich drin das Ding. Ja, wenn man dann noch mal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Und die Bayern, sie sind in Führung gegangen. Bender. Und Achtung, genau hingeschaut. Super Flanke. Toni Kroos. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Gute Ballannahme. Lahm. Ein wunderschönes Zuspiel. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Einige Fans fordern Eckball, aber ich glaube, Einwurf ist schon die richtige Entscheidung. Lahm. Und der kommt genau an. So sieht ein Pass aus. Jawohl, da hat er klären können. Marco Reus. Arjen Robben den Ball besitzt. Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. Lewandowski. Müller. Entwickelt sich möglicherweise was. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Die Mauer rückt nach vorn. Das ist das übliche Spiel. Ein Tor! Ein Tor!
Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Und mal wieder der Trainer bestätigt. Standards üben, Standards üben und dann klappt es auch im Spiel. Bender. Nurischer einander. Ein sehr schöner Pass. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Sicher in der Ballbahn. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss ablockt. Und wir werden einen Eckball sehen für die... Achtung! Wir halten zunächst. Lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Sie können es, das schnelle Passspiel. Aber es hört zu früh auf. Der Gegner hat die Kugel. Chance zum Konter. Was machen Sie drauf? Den haben Sie gut eingestellt, den Konter. Aber perdu. Arjen Robben den Ballbesitz. Die verstehen sich blind. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Musste er den jetzt verziehen? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Lewandowski. Marco Reus. Ganz sicher hat er das gemacht. Arjen Robben den Ballbesitz. Das sieht gut aus. Wird das was für die Bayern? Kommt er, das macht und an die Latte und zurück ins Feld. Und das macht er richtig gut. Subotic. Jérôme Boateng. Das sieht nach einer komfortablen Führung aus, kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2:0. Ich hoffe, die Fans der einen Mannschaft freuen sich nicht zu früh. Es ist ein Derby, die knappe Führung sagt noch nicht so viel. Nee, definitiv nicht, Manni. Was haben wir zwischen diesen beiden Teams schon für großartige und knappe Spiele gesehen? Hier im Signal Iduna Park fängt die Partie wieder an. Lewandowski. Da freut sich der Trainer. Arjen Robben den Ballbesitz. Versucht der Balleroberung durch Arjen Robben. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Und die Mauer verkürzt den Abstand zum Ball. Da müsste der Schiri eigentlich eingreifen. Ich glaube es nicht. Er hat ihn gehalten. Es ist doch ein Torhüter. Er kann es. Das ist ein völlig neues Gefühl für den Torhüter. Er muss den Ball nicht aus dem Netz holen. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Ballbesitz für Bayern München.
Toni Kroos. Stark gemacht. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Ja, so kann es weitergehen. Super gespielt, der Ball. Der Junge ist kein Flankengott. Flanke vergeicht. Und hier der Abwehrspieler ohne jede Möglichkeit, ihn zu halten. Die Fans, sie werden langsam etwas ungeduldig. Ja, und das ist jetzt ein ganz spannender Aspekt. Das kriegen die Jungs da unten auf dem Platz natürlich mit. Die Zuschauer, sie murren. Die wollen besseren Fußball sehen. Da muss ich was tun. Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Er versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Marco Reus. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Ballbesitz für Ball. Klare Sache. Freistoß. Klasse, wie er den reingebracht hat. Die ersten paar Meter sah sie gut aus, die Flanke, aber jetzt ist alles schon wieder vorbei. Ein wunderschönes Zuspiel. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar, er muss Abstoß geben, Ball war im Tor aus. Und hier sehen wir die Ballbesitzstatistik. Lewandowski. Pass in die Spitze, schön, das öffnet das Spiel, aber er muss ankommen. Lahm, auch unter Druck, absolut ballsicher. Schweinsteiger am Ball. Gut getimt, mit feinem Gefühl. Ein feiner Pass. Mit der feinen Klinge sozusagen gespielt. Hummels. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Bender. Er pflügt und ackert, er hämmert und hackt auf dem ganzen Platz. Und der spielt ab auf die Außenposition. Jérôme Boateng. Und der kommt genau an. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Alaba. Toni Kroos. So sieht ein Pass aus. Und da bekommt er Unterstützung. Und er versucht es mit dem Kopf. Arjen Robben im Ballbesitz. Schmelzer. Ja, ja, so geht's auch. Großer Erfolg für den FC Bayern. Die Münchner gewinnen dieses Spiel.